Jetzt haben Sie eben gesagt, vielleicht sind Sie schon in den Wechseljahren. Haben Sie das ernst gemeint? Nö. Ich werde ja jetzt bald 50, gell? Das wissen Sie schon. Ich bin 65 geboren und ich werde am 20. September dieses Jahres auf dem Oktoberfest 50. Wie fühlt sich das an? Toll. Weil ich denke mir immer, wenn ich so in den Spiegel schaue, heute haben wir ja so, wenn man so Make-up macht und da sind ja die einen oder anderen wirklich mega schön, leider auch ohne Make-up und, also ich meine, ich sehe ohne Make-up auch nicht schrecklich aus, aber da sind natürlich junge Mädels dabei und dann werden die geschminkt und sitzen so neben einem, da schielt man schon mal so rüber und sagt, meine Güte, was für ein schönes Mädchen. Und meine Tochter wurde heute mit mir geschminkt und die Make-up-Artistin sagt so, oh, stellt euch mal nebeneinander. Da gucke ich sie so an und ich denke mir, Gott, da liegen 30, 40 Jahre dazwischen. Aber das ist in Ordnung. Also man, ich finde, in Würde altern, man kann auch gerne das ein oder andere, wenn man selber mit sich nicht froh ist, auch machen lassen, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Wenn man sagt so, ach, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ein Problem, ich habe irgendwie Schlupflider oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen riesig dicken Bauch. Ich habe einen Personal Trainer, ich renne dreimal die Woche umeinander an der Isar. Finde ich jetzt auch manchmal nicht so spannend, nervt mich auch. Aber dann tut man halt was für sich und dann ist es auch wieder in Ordnung, finde ich. Sie sehen großartig aus. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr lieb.